und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farm Together 2. Heute gibt es allerdings mal keine Let's Play-Folge, weil ich hatte ja in der letzten oder in einer der letzten Folgen gesagt, dass wenn ihr eine schöne Farm habt, ich die gerne mal besuchen und aufnehmen würde. Und ja, es hat sich jemand gemeldet. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf. Und zwar sind wir auf der Farm von Gerald. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal um, was es hier alles zu entdecken gibt. Und ja, wir starten einfach mal. Wir stellen uns hier mal ein bisschen um. Wir sind auf Zeus Gnadental. Ein ziemlich cooler Name, wie ich finde. Und wir werden richtig schön begrüßt in Rosa. Da gibt es ja erstmal schon mal einen Daumen hoch für natürlich. Schade, dass es kein Lila gibt, weil das ist ja so die Farbe für Gameplayerinnen. Aber es ist nah dran. Also Seitenhieb an die Entwickler. Lila brauchen wir auch noch auf der Farm. Ehrlich gesagt bin ich noch ein bisschen erschlagen, weil ich gar nicht so genau weiß, wo ich am besten anfange. Ich habe noch nicht so viel gesehen, also noch nicht alles gesehen, aber ich weiß, dass es sehr schön wird. Kann ich hier auch umschalten, dass ich langsamer laufe? Ja. Hier gibt es erstmal ein paar Schweinis. Die finde ich total süß. Dazu muss ich direkt sagen, ich weiß nicht, wem von euch das aufgefallen ist. Ehrlich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Aber hier diese süßen kleinen Fleckenschweinchen, die sind ein bisschen kleiner als die anderen Schweine mittlerweile. Und ich würde mir am liebsten so eins mopsen und mit nach Hause nehmen, wenn ich ehrlich bin. Wenn mal ein Entwickler zuguckt, lasst es bitte gerne so klein. Ich finde die total niedlich. Gerne auch irgendwas, dass die größer werden oder so. Aber naja, das ist wohl eher der Wunschgedanke. Ich glaube nicht, dass sowas kommt. Aber das finde ich auch ganz cool. Ich mops mir gleich wirklich so ein Schweinchen. Dann nehme ich eins mit nach Hause. Das fällt dem dann gar nicht auf. So. Dann gehen wir mal hier einmal weiter. Da muss ich mich mal ein bisschen umstellen. Weil hier... Oh. Wenn ich nicht gerade zu den Schweinen reinlaufe. Weil hier haben wir ein riesiges Blumenfeld, wie man sieht. Auch schön alles bebildert, so wie ich das auch vorhabe eigentlich. Dass man genau weiß, welche Blumen wo sind. Und hier ist auch nochmal ein Schweinchen in Rosa. Ein Schweinchen, was rede ich denn da? Es ist ein Schaf, aber egal. Ich bin noch nicht so ganz wach heute, habe ich das Gefühl. Viel erlebt heute. Und hier gibt es nochmal überall Fische. Da hinten, soweit man schauen kann. Alles Bäume. Ich schaue mal eben auf der Karte generell. Wir sind hier unten. Genau, wir sind hier unten angekommen. Also wirklich, soweit man schauen kann, wie ihr seht. Es ist ein riesiger Streifen an Bäumen. Auch sehr gut beleuchtet. Finde ich immer super, sowas. Auch die Farbgebung finde ich total gut. Muss ich mir auch mal was abgucken, muss ich gestehen. Weil ich finde das richtig klasse mit diesen, ja, Wald, Boden, Morast, Matsch, wie auch immer man das sagen soll, und diesen dunklen Holz darüber. Also dieses dunkle Holz an sich fand ich sowieso klasse. Aber ich muss gestehen, ich habe es immer nur auf dem Rasen drauf gemacht. Und das finde ich doch schon ziemlich cool von der Farbgebung her. Hier haben wir ein Schweinchen. Wo ich es ebenso schon erwähnt habe. Denkt euch einfach, dass wir eben hier gestanden haben. Das ist wirklich ein Schweinchen. So, dann geht es hier weiter. Hier kann man dann schön überall die Bäume abfarmen. Das wird mein Lieblingsfeld sein, weil die königsblauen Nelken, nur so als Tipp, geben im Moment immer noch die meisten XP. Damit könnt ihr richtig, richtig gut die Farm hochleveln oder euer Spielerlevel. Ich lasse meistens leveln, deswegen ist mein Spielerlevel nicht... Ja, doch, ist ein bisschen höher als mein Farmlevel. Milkstone-Werbung. Ja, ja, Schleichwerbung haben wir auch noch hier. Hier haben wir einmal ein Huhn. Da können wir noch durchgehen. Also nicht durch das Huhn, sondern durch die Tür. Und überall Fische. Sehr schön. Was mir übrigens tatsächlich heute das erste Mal aufgefallen ist, Schande auf mein Haupt, dass man die Farbe von den Brücken tatsächlich ändern kann. Ich doof, habe da nie drauf geachtet. Ich habe immer die gleiche Brückenfarbe genommen. Muss ich bei mir ehrlich gesagt dann nochmal ändern. Hier geht es dann einmal weiter. Ich weiß, ich laufe jetzt hier gerade ein bisschen kreuz und quer rum. Ich habe auch so gar keinen Leitfaden jetzt gerade. Ich laufe so, wie ich gerade gucke. Ich denke, das ist am besten. Hier vorne gibt es dann einmal die Schafe. Auch schön mit Deko überall. Ich laufe mal ein bisschen... mehr hier rein. Die Schafe meckern mich schon aus. Entweder sind die noch nicht richtig gefüttert worden heute oder sie meckern, weil ich jetzt gerade hier rumlaufe und deren Ruhe störe.
Oh, ein schönes großes Erdbeerfeld. Sehr schön. Ich liebe Erdbeeren. Also logischerweise die roten. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich weiße auch real gibt, aber ich habe noch nie welche gesehen. Hier sind noch mal ein paar Fische zwischendurch. Hier kommen wir dann bei den Kühen an. Ich finde die Idee auch sehr schön, dass man ja die Tiere zwischen den Fischen zum Beispiel stellt. Viele haben dann ja, ich ja auch, die einzelnen Formen der Tiere, also zum Beispiel der Kühe, alle so nebeneinander stehen. Aber ich finde, das lockert auch ein bisschen die Optik auf, finde ich. Und ein riesiges Pfefferfeld. Ich liebe die Optik. Es hat tatsächlich was von Weihnachten, finde ich. Müsste ein bisschen mehr Rot dran sein, aber ansonsten richtig, richtig schön. Gehen wir nochmal eben zurück. Können wir die andere Seite und. Oh, das sind alles die Minischweinchen. Wenn ich mir da eins von klaue, dann wird der ganz sicher nichts merken. Der hat so viele Schweine hier davon stehen. Der hat sogar noch mehr als ich, glaube ich. Wenn ich das so umrechne. Hier sind noch Hühner dazwischen. Ja, und hier sind wir wieder hier. Ich versuche mal so ein bisschen Richtung Ende zu laufen und von da aus dann weiter zu gucken. Hier sind noch überall Blumen. Auch alles schön eingerahmt. Ach, das ist, glaube ich, die Stelle. Wo bin ich denn jetzt gerade hier? Da bin ich. Genau, das sind die Platzhalter, habe ich mir sagen lassen. Die sind jetzt gerade aktuell ein bisschen mit Blumen dekoriert, aber wenn neue Tiere dazugefügt werden, wird das Ganze dann hier auch ausgetauscht und dann kommen die neuen Tiere da rein. Eigentlich ziemlich clever, hätte ich auch so machen sollen, muss ich gestehen. Hier gibt es dann nochmal die, wie hießen die nochmal, Königsnelken? Königsblauen Nelken, genau. Und hier überall auch Bambus stehen. Ich liebe ja Bambus irgendwie von der Optik her. Ich weiß auch nicht. Hier ist dann der Rand. Ich fände das auch sehr schön kombiniert mit den Steinen zwischendurch. Hier gibt es dann einmal einen Weg, dem wir folgen sollten. Und zwar, ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Und zwar sehen wir hier schon natürlich die Fische einmal. Dann folgen wir dem Pfad. Und es geht immer weiter höher. Und wir haben eine riesige Brücke vor uns. Und einen kleinen Staudamm sozusagen. Da kann man auch sehr schön über die Farm drüber schauen, wie ihr seht. Ich finde das eine richtig gute Idee. Ist auch schön beleuchtet gerade. Jetzt ist es mal ausnahmsweise tatsächlich die passende Zeit, dass es dunkel wird. Weil da kann man das so schön sehen, wo es auch alles beleuchtet ist und so weiter. Normalerweise ist es so, ich mache eine Aufnahme und 2 Minuten später ist es generell dunkel. Das ärgert mich dann meistens ein bisschen. Aber hier fällt es gar nicht so auf. Hier finde ich es sogar sehr gemütlich irgendwo. Dann geht es hier einmal wieder runter. Hier geht es auch noch rum. Das ist schön. Da kann man sich hier hinsetzen. Ach, da sind sogar noch Fische drin. Stimmt ja. Solange die nicht rausgesprungen kommen, ist alles okay. Ich muss dazu sagen, ich war mal mit einem Angler zusammen damals und bin auch ein paar Mal mitgegangen, aber ich fand es nicht gut. Nee, ich mag Angeln nicht. Einmal hier runter. So, jetzt ist die große Frage. Ich glaube, hier kann man, ja genau, hier kann man sich dann auch noch mal hinsetzen. Kann man auch noch mal den Ausblick genießen. Dann geht es hier einmal wieder runter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rum. Das ist dann sozusagen der tiefste Punkt, wenn ich das richtig sehe. Sieht aber auch ganz schön aus. Ich bin mir zwar nicht sicher, wo man jetzt mit dem Schiff hinsegeln soll hier unten. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Wir haben im Let's Play ja schon festgestellt, dass dieses Schiff auch so ein bisschen schaukelt. Zumindest wenn man mit 2 Leuten drin sitzt. Also ist es auch ganz lustig. Ich hätte nur vielleicht ein bisschen Angst, durch die Fische hier unten durchzumüssen. Die gucken mich gerade ein bisschen böse an. Aha. Da hat auch einer festgestellt, dass man Fische rösten kann. Und dann passend dazu auch ähnliche Fische auch hier hingesetzt. Das finde ich immer gut. Das sind die kleinen Details, die ich immer praktisch finde. Hier ist dann auch nochmal ein Hühnerstall.
Gut, mir erschließt sich nicht so ganz, warum der Hühnerstall jetzt hier ist. Entweder braucht derjenige noch frische Eier zu dem Fisch, das kann natürlich sein, oder er möchte zwischendurch vielleicht auch mal ein Hühnchen braten, das könnte natürlich auch sein. Ich werde mal nachfragen. Dann können wir hier wieder hochgehen. Hier oben haben wir auch wieder Blumen. Schauen wir erstmal, wo wir rumkommen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal den Weg hier entlang. Alles Bambus drumherum. Wie gesagt, ich liebe Bambus. Von der Optik her auch ganz besonders. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber diese Nachtgeräusche, waren die schon immer im Spiel drin? Hier oben dürfen wir nicht weiter. Hier ist keine Tür. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drüber springen soll oder ob ich lieber hinten rumgehen soll. Ich würde sagen, wir gehen hinten rum, damit wir so ein bisschen koordinierter rumlaufen. Ich nehme mal kurz die Abkürzung hier. Das ist praktisch. Jetzt ist es auch wieder hell. Jetzt kann man auch schön sehen. Also von da kamen wir. Dann gehen wir erstmal hier rum. So, oder war das doch eine Tür? Ich hätte vielleicht ein bisschen näher rangehen sollen. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Feld mit Spinat. Und das sagt mir, dass wir jetzt oben auf der Karte angekommen sind. Das heißt, wir schauen mal eben, was hier hinten noch in der Ecke ist. Es war einer der wenigen Orte, die ich mir vorher mal kurz angeguckt habe. Ja, hier lebt eindeutig ein Bauer. Werkzeugschuppen, wo man durchgehen kann. Ein bisschen Bäume im Hintergrund. Was ich schade finde, aber da kann natürlich niemand was für, dass die Entwickler die Mühle zu haben. Ich würde gerne so in die Mühle reinlaufen und dann da drin irgendwie was machen können. Das finde ich ziemlich cool. Ja, man merkt auch, wir haben Winter. Die ganzen Dächer sind jetzt auch wieder schön weiß. Es schneit. Hier oben laufe ich jetzt mal absichtlich nicht herum, weil das jetzt eigentlich nur eine lange Gerade wäre, wo das Gleiche ist. Aber ich gehe mal hier wieder ein Stückchen zurück. Die Kombination finde ich übrigens auch ziemlich cool. Ja, alles ist irgendwie braun, ne? Also der Spinat ist jetzt gerade aktuell auch braun. Dann hier dieser, ja, ich sag mal, Matsch unten drunter oder Waldweg, was auch immer man dazu sagt. Dann dieses braune, dieser braune Steg, hieß es, glaube ich, den man dann hat. Also die Kombinationen sind echt gut. Da muss ich auch wirklich bei mir nochmal ein bisschen gucken, dass ich das ein bisschen mehr anpasse. Aber ich stehe ja auch noch ganz am Anfang. Ich habe mich jetzt mehr darum gekümmert, dass es produktiv ist. Und die Dekoration kommt dann bei meiner privaten Farm etwas später. Ja, und hier haben wir die ganzen Tiere, die auf die Ernte aufpassen. Sozusagen die Bewacher des Feldes. Sehr schön gemacht. Hier kommen dann nochmal Trauben. Beziehungsweise hier kommen dann rechts, wenn ich mich auch richtig erinnere, genau die ganzen Felder, wo man im Endeffekt die Früchte anbauen kann. Auch schön extra nochmal markiert, was wohin geht, also was wo drauf sein soll. Auch immer sehr wichtig, wenn mal Leute auf der Farm sind, die das Ganze dann wieder neu setzen, zum Beispiel, die dann auch genau wissen, okay, das kommt dahin, das kommt dahin. Finde ich immer sehr gut und sehr wichtig, dass man das mit markiert. Also gerade wenn man so viele Stellen hat. Sehr gut gemacht. Dann kommt hier oben der Pfeffer noch in verschiedenen Sorten. Und Knoblauch. Knoblauch ist bei mir gerade so ein bisschen mein Steckenpferd irgendwie. Knoblauch kann ich so gar nicht leiden. Es dauert unheimlich lange, bis man den Knoblauch einmal hochgelevelt hat. Ich finde es schlimm. Also der erste ist noch okay, bis man den bekommt. Der zweite dauert länger, aber geht noch. Aber auch ich bin jetzt schon ellenlange daran am Arbeiten, den dritten überhaupt erstmal frei zu kriegen. Deswegen bin ich da vom Knoblauch selber etwas genervt. Ach so, hier sind Trennungen dazwischen. Ah. Es ist optisch extra so eingefügt worden. Ja, hier hinten kann man es gut sehen, weil da nochmal was drüber, also daneben quasi ist. Aha. Hier hätten wir jetzt noch ein Stückchen, wo gebaut wird. Ich glaube, da oben ist. Hier sind wir genau. Da ist im Prinzip alles das Gleiche. Wobei ganz hinten, da könnten wir noch mal kurz hinporten. Gucken wir uns hier die Deko noch mal an.
Oha. Hier stehen alles. Ja, man könnte es vielleicht als Preisschilder definieren oder so nach dem Motto, das alles soll hier oder kann hier gepflanzt werden. Ich bin jetzt kurz davor, dass ich irgendwo auf so einen Pfeil drücke, so nach dem Motto, das soll als nächstes und irgendwo ein paar Euro einwerfe. Aber es sieht ziemlich gut aus. Dann haben wir hier auch nochmal einen Werkzeugschuppen. Und hier wird dann extra nochmal darauf hingewiesen, alles Spinat. Oh, das ist auch schön hier. Da sind auch nochmal die Tiere drin. Ich finde ja diese Lampen, die sehen aus wie so kleine Raumschiffe. Da passt sogar die Farbe richtig gut zu, muss ich sagen. Wir gehen mal eben hier durch. Ich finde das mit dem Weißen. Ich wusste gar nicht, dass der Zaun auch weiß ist. Ich habe immer andere Farben genommen, ehrlich gesagt. Ich habe mir die anderen nie so richtig angeguckt. Aber mit diesem Weißen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Doch. Gefällt mir. Hier haben wir dann auch nochmal verschiedene Bäume, die abgeerntet werden können. Wir gehen aber erstmal eben hier hoch, weil ihr habt sicher schon richtig erahnt, weil hier nämlich auch wieder diese Wasserfälle sind. Übrigens, da gehen wir nochmal kurz runter. Es wurde im Update endlich verbessert. Nämlich, sieht man das am besten hier unten. Nämlich haben wir jetzt endlich die Ecken nicht mehr so offen. Das heißt, ihr seht es ja selber, dass es ein natürlicher Lauf ist von Wasser. Ich hatte das auch extra mal angefragt, da war noch nicht so die Reaktion drauf, weil ich es auch ja komisch fand, weil Wasser fließt halt überall hin und ist nicht abgetrennt. Es sei denn natürlich, da liegt irgendwas im Weg oder ist durch einen Stein getrennt oder ähnliches. Und so finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr viel schöner. Sieht viel natürlicher aus. Jetzt muss ich ja erstmal wieder hochkommen. So. So, und hier oben sind die ganzen Mühlen. Da weiß man, wo gearbeitet wird. Und wir selber können uns dann hier hinstellen. Ja, und über den Zaun drüber springen. Das wollte ich jetzt gerade nicht, aber kann man auch machen. Und kann sich dann in aller Seelenruhe das Ganze auch ein bisschen angucken. Auch mit den bunten Bäumen und so, finde ich, sieht sehr schön aus. Das ist so ein bisschen die blau-weiße Seite hier oben, habe ich das Gefühl. Gut, wird jetzt auch noch ein bisschen verstärkt durch den Winter natürlich. Aber auch die Tiere sind weiß, die Zäune sind weiß, die Wege sind so ein bisschen, ja, nicht direkt bläulich, aber passt auf jeden Fall gut rein. Ist übrigens Metallic-Look, fällt mir gerade auf. Ich habe da noch nie so drauf geachtet. Gehen wir hier erstmal weiter. Und können die Runde gehen. Und können hinten jetzt den, muss ich nochmal ranzoomen, den ganzen Tieren auf den Popo schauen. Das ist doch schön. Es reicht nicht, dass der Epi sich ständig umdreht, um euch zu begrüßen, sodass wir immer nur seinen Hintern begrüßen können. Nein, wir können jetzt auch den Tieren auf den Popo schauen. Aber ich finde es süß. Hier oben, die gucken einen, die lachen einen dann so richtig an. Hier geht es dann wieder runter. Es war jetzt nicht der Weg, den ich ursprünglich gehen wollte, aber finde ich auch okay. Hier unten haben wir dann wieder Blumen. Das ist, glaube ich, nee, das ist jetzt eine andere Seite. Aber ich denke, da die eingezäunt sind, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen Platzhalter ist, noch für Tiere hier. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil es sieht natürlich sehr schön aus. Hier haben wir wieder ein Schaf. Ja, diesmal wirklich ein Schaf. Ich sage nicht Schwein zum Schaf oder umgekehrt. Hier haben wir auch nochmal eine schöne Wiese, wo ich jetzt am liebsten drüber mähen würde, weil, wie gesagt, die Blumen leveln sehr schön. Hier, das finde ich auch sehr toll gemacht, dass das alles so schräg, ich mache das mal ein bisschen größer, dass das alles so schräg eingearbeitet ist mit verschiedenen Farben. Sieht sehr, sehr gut aus. Erinnert mich so ein bisschen an Holland. Wir sind damals öfter mal mit der Familie durch Holland gefahren und die haben auch diese riesigen Tulpenfelder. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer Tulpen waren oder ob es auch andere Blumen waren, aber die haben die auch immer so schön bunt gehabt. Allerdings nicht so, also so schräg, sondern die haben die, glaube ich, in der Reihe gehabt. Aber das fand ich auch immer total klasse, wenn man so verschiedene Farben nebeneinander hatte. Das sind so ein bisschen Kindheitserinnerungen jetzt. Finde ich richtig toll. Ja, und hier haben wir was. Und die eine freut sich. Ja,
Ja, du freust dich, dass du mich siehst, ne? Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Hier haben wir die zweite Variante, glaube ich. Die Entchen, also die zweite Variante von den, ja, Enten. Stockente war es, glaube ich. Ich habe sie ja leider noch nicht so weit gelevelt. Ich müsste sie noch einmal abernten. Ich finde die aber sehr, sehr süß. Und ich muss sagen, dass diese Enten, beziehungsweise die Entchen, finde ich sehr viel schöner von der Optik her wie die Hühner. Bei den Hühnern habe ich ja schon gesagt, die laufen so ein bisschen rum, als ob die zu viel Kaffee getrunken haben und zu wenig geschlafen haben. Und die Enten, ich weiß nicht, die sehen irgendwie so schön gelassen aus. Die Entchen haben, glaube ich, das gleiche Gesicht wie die Enten, wenn ich mich nicht täusche. Aber die gucken so schön zufrieden und gelassen und könnte natürlich auch hier an der Farm liegen. Ich meine, die können ja theoretisch überall hin. Ja gut, hier vielleicht nicht, das ist ein bisschen hoch, denke ich mal, für die kleinen Entchen. Aber die können hier überall frei rumlaufen, ist ein bisschen abgesperrt, aber theoretisch könnten ja auch darüber springen und die fühlen sich wohl. Die denken sich, das ist eine schöne Farm. Hier kriege ich immer mein Fresschen. Hier wird alles abgeerntet. Der ganze Kot rausgeschafft oder was weiß ich. Hier fühle ich mich wohl. Ja, hier haben wir dann auch wieder Wasser, wenn wir hier hochgehen. Frage ist, ja genau, da kommen wir auch noch mal im Weg hoch. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rum. Und dann können wir wieder einen kleinen Berg hoch mit einem kleinen Aussichtspunkt. Das ist auch schön gemacht. Das ist auch nochmal eine schöne Übersicht, sodass man von diesem Punkt quasi zu dem Punkt hinten gucken kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Sachen zwischendurch ja abgeschnitten sind. Ich habe bei mir extra schon diese Anzeige drin, dass ich alles sehen kann. Ich weiß nicht, 100% oder 120 ist das, glaube ich. Aber trotzdem wird einem leider nicht alles angezeigt von der ganzen Farm. Und was ich schon immer komisch fand, je weiter man guckte, umso mehr Rubbel hat man da drin. Was irgendwie unlogisch ist. Also wenn man nur eine glatte Farm hat, sieht man, wenn man dann wirklich weit guckt, überall irgendwelche Hubbel. Ich meine, vielleicht soll es ein bisschen natürlicher wirken oder so, ich weiß es nicht. Ich finde es halt ein bisschen komisch, wenn man weiß, die Farm ist eigentlich flach. Aber gut, das ist halt so eine technische Sache. Hier kann man sich auch überall noch hinsetzen. Theoretisch den Entchen hinten zuschauen oder sich von den Schwertfischen oder was das ist, hier aufspießen lassen. Dann gehen wir einmal hier wieder runter. Da sind die Enten. Hallo, wir müssen euch mal angucken. Ja, meine ich doch. Die haben genau die gleichen Gesichter in Grün und Gelb. Aber die gucken genauso. Also die gucken auch so zufrieden und die gucken nicht so nach dem Motto, wer hat meine kleinen Entchen geklaut? Die werden jetzt in Massentierhaltung woanders gezüchtet. Sondern die sind zufrieden mit sich und der Welt und der Farm. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Jetzt ist es natürlich gerade dunkel geworden. Das hätte ich mir vielleicht an einer anderen Stelle eher gewünscht. Nicht gerade bei den Tieren, aber gut. Ich würde mir nämlich gerne. Nein. Jetzt ist rangezoomt. Gerne die hier nochmal angucken. Die Pekinente. Ja, Hallöchen. Hallo, Frau Pekinente. Wie geht es Ihnen denn heute? Ist schon später am Abend, ne? Die wirken so ein bisschen beschwipst irgendwie. Wie so Rentnerinnen, die irgendwo sich zusammengefunden haben und ein Pikolöchen zu viel getrunken haben oder so. So gucken die hier gerade. Aber im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Hallo, Frau Piccolo-Ente, wollte ich gerade sagen. Frau Peking-Ente, nicht mich umrennen, bitte. So, hier haben wir dann auch nochmal die kleinen Entchen. Die freuen sich auch. Und die die Kugelfische, die freuen sich auch, dass sie hier ein bisschen rumschwimmen können. Eigentlich folge ich jetzt gerade gar nicht mehr dem Weg, ne? Eigentlich müsste ich dem Weg folgen und nicht so mitten durchs Wasser laufen. Ich habe auch keine Gummistiefel an. Also meine Schuhe sind auch schon ganz nass geworden. Finde ich eine gute Idee. Also von der Optik her, mit den Futtertrögen, das sieht so ein bisschen aus, als ob da was drin ist, womit man dann im Endeffekt die Fische füttern kann. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt hier nicht erwartet. Aber das finde ich ist eine gute Idee. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das später. Wo bin ich denn? Hier unten? Ja, genau. Die sollten, glaube ich, später auch mal enden werden.
wenn ich das richtig im Kopf habe. Insofern ist es ja wahrscheinlich deswegen so gemacht, dass hier schon mal Futtertröge stehen. Aber selbst mit den Fischen, finde ich, sieht es ziemlich gut aus. Weil das sieht tatsächlich so aus, wer ein Aquarium zu Hause hat oder mal eins gehabt hat, der weiß ja, dass man da immer ja dieses Futter halt reinkippen muss. Das ist natürlich nicht so viel, aber wenn man bedenkt, das ist jetzt hier so groß und das ist hier so ein gezüchteter Teich oder so, könnte man damit theoretischerweise auch die Fische füttern. Also das ist wahrscheinlich nicht die Absicht, aber es sieht trotzdem gut aus dafür. Dann haben wir hier noch mal Blumenfelder. Fällt mir ein, ich habe noch nie in so einem Werkzeug. Stehen schon viele Details drin, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie in so einen Werkzeugschuppen reingeschaut. Ich habe zwar mal bei der Aufnahme gesagt, man kann da durchlaufen, aber reingeschaut tatsächlich habe ich noch nicht. Hier sind auch noch mal Felder mit Blumen, auch sehr schön angeleuchtet. Ich finde das hier so richtig schön, wenn es dunkel ist, dass die Blumen so, ja, lila-bläulich angeleuchtet werden. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Wenn die so eine Farbe hätten, wenn es hell ist, das wäre auch cool. Vielleicht kriegen wir ja mal so eine Farbe, die so zweifarbig ist oder so. Ja, ich weiß, es ist unrealistisch. Solche Blumen gibt es nicht, aber ich fände es trotzdem schön. Also optisch wird das auf jeden Fall was hergeben. Vielleicht von so einem Event oder so, mal zweifarbige Blumen, das wäre auch ganz cool. Dann haben wir hier noch einen kleinen Picknickbereich, wo wir hin können. Jetzt muss ich mal eben Orientierung wiederfinden. Da oben waren wir im Endeffekt schon. Von hier sind wir wieder gekommen, genau. Ja, perfekt. Dann kommen wir hier quasi wieder zurück. Und das sind die Blumen, die so schräg waren. Da sieht man auch mal wieder die Farbgebung, ne? Hier drunter ist alles weiß mit weißem Weg drüber. Und da ist alles braun mit braunem Weg. Ich finde das unheimlich toll gemacht. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo ich jetzt gerade rumlaufe. Weil wir haben ja gerade mal die Hälfte der Farm, naja, zwei Drittel der Farm ungefähr gesehen. Oben den Bereich mit den Blumen haben wir, glaube ich, schon gesehen. Deswegen hüpfe ich mal eben hier rüber. Dann laufen wir hier mal ein bisschen entlang. Das ist auch sehr schön gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an Urlaub oder so. Da waren die Bäume auch so, naja, angebracht kann man nicht sagen, weil sie waren ja nicht künstlich angelegt, aber die standen auch so ein bisschen in der Art. Hier hoffe ich, dass wir jetzt gleich da oben nochmal links runterkommen. Deswegen gehe ich hier mal hoch. Das wäre dann in der Nähe vom Eingangsbereich, und zwar der Bereich, wo dann letztendlich das Haus ist. Sagen wir mal Hallo hier. Er wartet jetzt fleißig ab, bis ich durch bin, damit er mir nicht im Weg rumsteht. Weil ich würde hier erstmal überall alle Leute umlaufen, weil ich mir alles so genau angucken muss. Hier haben wir auch wieder. Wir brauchen auf jeden Fall Tiere, wenn ich das so sehe. Wir brauchen eine Hundehütte. Wir brauchen einen Hund, der uns begleitet. Wir brauchen auch gerne noch Katzen. Ich meine, wir haben ja so viele gehabt im ersten Teil. Da hinten den Teil haben wir eigentlich gesehen. Dann gehen wir mal hier rum. Da waren sogar Eulen dabei und ich weiß gar nicht, was da noch alles ist. Fledermäuse, glaube ich, waren noch dabei. Seepferdchen, fliegende Seepferdchen, die fand ich total klasse. Die haben so selten blöde Geräusche gemacht, die ich so cool fand, dass ich tatsächlich immer mit so einem fliegenden Seepferdchen rumgelaufen bin. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das total süß. Ja, in rosa, ich gebe es zu. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin, sondern das hat mit meinem Markenzeichen mit der lila Farbe zu tun. So, hier wird auch fleißig gearbeitet. Hier werden Sachen in die Scheune gebracht. Hier ist auch nochmal was Pfeffer angepflanzt. Übrigens auch alles wieder mit so einem weißen Untergrund. Was jetzt nicht mehr daran liegt, dass wir Winter haben, weil wir sind nämlich gerade auf Frühling geswitcht. Hier ist der Eingangsbereich. Oder fällt mir ein, ich muss nachher nochmal ins Gästebuch schreiben. Ich bin wahrscheinlich die einzige Person, die auf eine andere Farm geht und das Gästebuch als letztes benutzt. Aber jetzt nicht im negativen Sinne. Ich sag nur, erinnere mich nochmal dran. Dann mache ich das auch. Hier gibt es dann nochmal einen kleinen Fischteich. Hallöchen. Ich finde das so süß, wenn dann die Augen so darüber kommen. Ich stehe wieder weit weg, ne? Jetzt kommt er nach oben. Und gleich, na? Ja, natürlich machen die das immer, wenn sie von mir weggedreht. Da, da. Die halben Augen gucken aus dem Wasser. Hat so ein bisschen. Oh, der ist sogar ganz unten runter. Hat so ein bisschen was von Haien, finde ich. Und ja, es soll Menschen geben, die zum Beispiel ihre Schweine auch in die Wasserstellen reinschieben.
Also jeden, den ich dabei erwische, den zeige ich an. Das ist klar. Das ist Tierquälerei, sowas geht gar nicht. Gerade wenn die Tiere schlafen. Hier sind dann nochmal die Kühe. Das ist dann wieder so die andere Variante. Ach, hier sind auch nochmal Schafe. Das ist die andere Variante, nämlich so wie ich das eigentlich immer habe, dass sie so nebeneinander sind. Finde ich auch immer schön. Ich finde es übrigens schön, wie das so aufgeteilt ist mit einem Weg rein. Sollte ich mir auch mal überlegen. Allerdings ist bei mir dann wieder so viel Platz weg. Aber ich habe ja eine Hauptfarm, da muss alles funktional sein. Und die anderen Farmen, die werden halt schön dekoriert. Deswegen, oh, sie haben meinen Lila im Futtertrog. Da habe ich ja noch gar nicht drauf geachtet. Und ich habe die alle in der falschen Farbe bei mir auf der Farm stehen. Das muss ich mal korrigieren. Ach, dass man nicht alles so sieht, wenn man da so nicht drauf achtet. Ja, diese Stellen hier, die finde ich auch mal ganz niedlich irgendwie. Man kann sich schön hinsetzen, wenn man mal eine Pause braucht. Man kommt hier an, wenn man, ja, teleportiert. Und kann dann hier auch direkt sein Lager, wollte ich gerade sagen, sein Benzin auffüllen. Sehr gut gemacht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir am besten als nächstes rumlaufen. Hier sind die Felder, wo was drauf gemacht wurde. Das heißt, genau, das heißt, wir sind wieder oben. Das heißt, wir müssen uns gleich links halten. Weil hier oben sind wir von der anderen Seite schon mal rumgelaufen. Das sind die süßen kleinen Schweinchen wieder. Ich glaube, das eine ist hier gerade irgendwas Böses anmachen. Das beobachte ich jetzt mal nicht dabei. So, hier oben haben wir noch Auberginen. Da sind meine roten Erdbeeren. Ja. Hier muss noch ein bisschen was freigeschaltet werden. Wobei ich schon fast finde, man könnte es fast so lassen. Ich finde es ja, die Sachen, die vom Spiel selber so gemacht sind, finde ich, sehen gar nicht so schlecht aus teilweise. Ich mag nur diese Hügel nicht so. Die wirken so, ich weiß nicht, wie nichts Halbes. Also für mich persönlich, wie nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn halt keine Deko und nichts draufsteht. Ich finde diese Hügel, wo dieses Braun dran ist, finde ich ehrlich gesagt besser. Wobei der Epi zuletzt im Let's Play irgendwas gesagt hat oder kurz danach, als wir noch eben was abgefarmt haben, wenn man die Markierung, wenn man da irgendwie einen anderen Boden setzt, kann man die wohl einfarbig machen, hat er gesagt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich müsste es mal probieren. Würde mich wirklich mal interessieren. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, hier waren wir schon, oder? Da unten ist das mit dem Bötchen. Genau. Ach, dann sind wir doch bald durch. Moment. Dann porte ich jetzt mal eben nach hier unten. So, habe jetzt komplett die Orientierung verloren, aber guck trotzdem nochmal eben. So, hier sind wir aber, glaube ich, doch, da sind doch die Blumen und die... Aber aus der Richtung kamen wir nicht. Wahrscheinlich stand es... Nee, Moment, hier vorne sind wir, glaube ich, gewesen. Dann laufen wir jetzt mal genau in die entgegengesetzte Richtung. Hier sind alles gelbe Doris drin. Ich finde es schade, dass wir keine Nemos haben. Also, ne, diese Findet-Nemo-Fische, die fand ich immer total cool. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Original drin gehabt haben, wenn ich ehrlich bin. Hier sind wieder Schafe. Ist auch schön hier so zwischendurch. Wobei, ich glaube, hier waren wir eben auch schon. Ich meine so, das meiste haben wir eigentlich jetzt schon gesehen. Ich schaue mich hier trotzdem noch mal so ein bisschen um. Hier sind wieder die Fische zwischendurch. Ich bin so schnell gelaufen, oder? Genau, da waren wir auf jeden Fall. Und hier unten, das Ganze haben wir uns auch angeguckt. Da sind wir über die Hügel und alles drüber gelaufen. Ja, eigentlich haben wir dann alles gesehen. Was ist denn mit euch hier nicht in Ordnung? Gibt es hier gleich einen Hühnerkampf? Ich weiß nicht. Vielleicht haben die irgendwie zu viel von dem Weizen geschnuppert oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde mich nochmal eben in den Eingangsbereich porten. Ja, und das nämlich aus einem guten Grund. Zum einen haben wir hier angefangen und ich würde gerne hier auch wieder aufhören. Und zum anderen ist das für mich nochmal die kleine Erinnerung, dass ich es ja nicht vergesse, mich auch einzutragen. Weil ich kenne mich, ich vergesse das dann sonst. Ich mache dann das Video und vergesse mich ins Gästebuch einzutragen. Und das wäre nicht nett. Das wäre ganz böse von mir. Deswegen schreibt mir gerne alles, was euch einfällt, in die Kommentare. Und ja, hier auch nochmal kurz
der Aufruf. Wenn ihr denkt, dass ihr eine schöne Farm habt, die gerne mal zeigen würdet, schreibt mir einfach gerne eine E-Mail oder YouTube, beziehungsweise ihr könnt auch gerne den Discord joinen und mich da anschreiben. Alle Links sind auf der YouTube-Seite hier verlinkt. Da könnt ihr euch gerne eine Kontaktmöglichkeit raussuchen. Und ja, vielleicht nehme ich dann bei euch in Zukunft auch mal was auf. Es freut mich immer wieder mal so verschiedene Perspektiven zu sehen, weil es gibt so viele verschiedene Arten. Wir haben ja aktuell noch eigentlich nicht so viel, was wir machen können. Wobei auch schon die Vielfalt ein bisschen dadurch reinkommt, dass man andere Farben teilweise machen kann. Beispielsweise bei den Zäunen, glaube ich, kann man stellenweise andere Farben machen. Also bei den Holzzäunen auf jeden Fall. Bei den anderen nicht überall, habe ich festgestellt. Aber zum Beispiel auch jetzt wie hier im Hintergrund diese, ja, ich sag mal, Skulpturen, diese Grasskulpturen. Da hat man auch verschiedene Farben von und die Wege haben verschiedene Farben und, und. Und ich finde es immer wieder toll, wie man das Ganze dann kombinieren kann. Ich finde es toll, ja, es gibt so viele verschiedene Menschen, die wiederum verschiedene Sachen haben, die sie dann gerne in ihrer Farm ausleben. Die einen haben eine komplette Flachlandfarm, die anderen haben viele Hügel drin. Die einen machen es ganz bunt, die anderen machen es, keine Ahnung, themenmäßig irgendwie vielleicht farblich oder so. Ich habe es zum Beispiel im ersten Teil gehabt, dass ich auf der Hauptfarm von mir, habe ich ein riesiges Gebiet gehabt, wo die ganzen Häuser waren. Die hatten überall ihre eigenen Bereiche umzäunt, mit Deko drumherum. Dann alles, was wir so bekommen hatten. Ich hatte ein großes Fußballfeld zum Beispiel. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was wir da damals alles gehabt haben. Und es wird noch so, so viel dazukommen, gehe ich davon aus. Und ja, ich bin einfach über alles irgendwie dankbar und froh, das alles mal sehen zu können und richtig in mich aufsaugen zu können. Ja, dass ich dann auch gerne eine längere Folge damit drehe. Ich habe nämlich jetzt wieder ein bisschen überzogen, so lange wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber wie gesagt, also ich freue mich immer wieder über alles, was ich so sehen kann und freue mich auch über eure Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.